Ja, der Beweggrund für mich war ein persönliches Erlebnis, das ich hier in meiner Umgebung erlebt habe, und zwar die Errichtung einer Siedlung, wo man unter Missachtung sämtlicher Gesetze ein Bauprojekt durchdrücken wollte, was also nicht durchzudrücken war. Und für mich als damals junger Richter war es also vollkommen überraschend, dass es also hier in Salzburg solche Möglichkeiten gibt, die Gesetze zu umgehen. Und da entstand wirklich aus der Tiefe der Bevölkerung eine Bürgerrechtsbewegung, eine Widerstandsbewegung, einen Aufstand. Und das hat uns die Möglichkeit gegeben, mehr als einen Versuch zu machen, nämlich wirklich eine Revolution und Dinge zu machen, wie zum Beispiel Gestaltungsbeirat, Landschaftsgürtel um die Stadt, Altstadtsanierung und nicht nur Sanierung, sondern Wiederbesiedelung. Die grüne Salzach, die eine schwarz-braune Brühe war. Ja. Die Planungsdemokratie, die Architektur mit dem Gestaltungsbeirat. Also wir haben, glaube ich, die Entwicklungsgesetze der Stadt wieder zurückgeholt. Das Entscheidende war, dass wir praktisch die Ersten waren, die also versucht haben, als Bürgerliste auch in die Gremien zu kommen. Das war also für die Parteien derartig überraschend, dass man also mit allen Mitteln dagegen angekämpft hat. Und das war dann eigentlich der ausschlagende Moment, wo wir wirklich gesagt haben, jetzt ist es Zeit, jetzt müssen wir es machen. Salzburg ist eine uralte europäische Mittelstadt und nicht irgendwie eine schöne Postkarten. Ja? Die Stadt hat unglaubliche Tiefe, unglaubliche Vielfalt und ist eine dieser Städte, die die Seele Europas ausmachen. Und das haben die einfach nicht begriffen. Sie haben es behandelt wie Adnan Buchheim. Ja? Und das war ja auch unser Vorsatz, dass der Bürger, die Bürgerin, die Bürgerschaft zum Bauherrn der Stadt wird und nicht die Mafia aus Politik und Grundstücksspekulation. Freisal gehört sicher zu den Geburtsstätten der Bürgerliste. Und es gab in den 70er Jahren Pläne, diese wunderbare Landschaft, die auch noch landwirtschaftlich bewirtschaftet wird, zu verbauen. Und das war der Beginn der Gründung von Bürgerinitiativen, die sich gegen die Verbauung von Freisal gerichtet haben, die letztlich auch erfolgreich waren. Wenn man sich heute anschaut, was jetzt an der Naturwissenschaftlichen Universität entstanden ist, am Rande von Freisal, ein wunderbarer Bau, der auch toll genutzt wird, dann sieht man, dass sich dieser Kampf gelohnt hat. Und aus diesem Kampf ist letztlich die Bürgerliste entstanden. Die Bürgerliste hat sich thematisch verbreitert aus dem Grund, weil einem bewusst worden ist, dass Grünlandschutz was sehr Wichtiges ist. Es ist aber genauso wichtig, einen Schutz für Menschen zu haben, dass sie Wohnungen bekommen, die leistbar sind. Das heißt, dass Sozialpolitik nicht erst stattfinden sollte, wenn man vorher zum Beispiel in der Planung und im Wohnungsbau falsche Politik gemacht hat, sondern dass man bereits den Menschen überall im Mittelpunkt stehen soll. Es soll nicht nur das Grünland dort geschützt werden, wo noch viel vorhanden ist, sondern es soll das wenige Grünland, was zum Beispiel in Lehen noch vorhanden ist, auch geschützt werden. Also die Bürgerliste ist das Gewissen des Gemeinderates gewesen und ist es nach wie vor. Und die Kraft, die sozusagen am stärksten zukunftsorientiert gehandelt hat. Etwas, was mir besonders am Herzen liegt, ist, wie geht die Politik mit Schwachen in der Gesellschaft um? Wir haben in den letzten Jahren eine ganz massive Diskussion darüber geführt, Stichwort Bettlerverordnung, was machen wir mit den Menschen, die bei uns auf der Straße sitzen, die für kaum jemanden, ich sage sogar für niemanden, ein erfreulicher Anblick sind, wie gehen wir mit denen um? Verbieten wir ihnen einfach, auf der Straße zu sitzen, oder ermöglichen wir ihnen das, was im Rahmen unserer Verfassung ja auch Menschenrechte sind und Verfassungsrechte sind? Wir und auch ich persönlich haben uns da wirklich ganz stark engagiert. Ich sage, nicht erfolgreich zunächst, aber ich glaube, das ist wichtig, dass es eine Partei wie uns gibt, die diese Dinge auch diskutiert, damit sie nicht einfach beschlossen werden. Und wie der Verfassungsgericht dafür gezeigt hat, war alles das, was wir gesagt haben, richtig. Das, was beschlossen worden ist, war verfassungswidrig und ist auch aufgehoben worden. Als ich Vizebürgermeister wurde, 1992,
kam 1993 der Vollzug des Aufenthaltsgesetzes, dieses sehr menschenunwürdigen Gesetzes, in mein Ressort ausgerechnet. Meine Beamten und Mitarbeiter meinten, Gesetz ist Gesetz und das muss man vollziehen. Und ich war der Meinung, dass es so nicht ist, sondern es gibt immer noch die Menschenrechte und es gibt die österreichische Bundesverfassung und jedes Gesetz muss verfassungskonform vollzogen werden. Und hat man wirklich hunderte Akten, die negativ beschieden wurden von den Mitarbeitern, kommen lassen. Die haben wir im Büro nachbearbeitet und ungefähr 50-60% davon konnten wir zum Positiven wenden. Und das ist natürlich eine große Genugtuung, wenn wir Menschen wirklich in einer schwierigen Situation auf die Art und Weise helfen konnten. Es stimmt nicht, dass in der Politik nichts möglich ist. Es ist genau umgekehrt. Ich würde sogar sagen, die wirkliche Macht ist das Wissen und das Faktum. Als ich aus der Politik ausgestiegen bin, hat damals die Frau Wagner ein Abschiedsinterview mit mir gemacht und sie hat dann zu mir gesagt, deine Gegner sagen über dich, du bist sehr, sehr kompetent, aber du bist zu emotional. Wenn ich nicht emotional wäre und ein Herz hätte, dann wäre ich nicht kompetent. Ich bin in einem Gasthaus in Kärnten aufgewachsen und habe schon sehr früh gewusst, entweder du stellst dich als Frau oder du stellst dich nicht. Das heißt, ich habe mich im Grunde nie als Opfer empfunden. Aber es ist schon so, dass ich zum Beispiel von Herbert Fuchs oft gehört habe, du bist keine richtige Frau. Damals hat es mich irritiert, wenn man dort, sag ich mal, spinnt der. Aber eigentlich ist es ein großes Kompliment. Weil das, was sich manche unter einer richtigen Frau vorstellen, will ich tatsächlich nicht sein. Wenn wir zu den Erfolgen jetzt tatsächlich schauen, also was ist uns da gelungen? Die Grünlanddeklaration, die Erhaltung der Stadtlandschaften, das ist der eine Bereich. Auch die Situation in der Altstadt, wie schaut die Altstadt heute aus? Und das zweite ist unser ganz starkes Engagement im Kultur- und Sozialbereich. Viele kleine und auch größere Kultur- und Sozialinitiativen würde es nicht geben, würde es uns nicht geben. Und darauf sind wir schon stolz. Und das ist jetzt die Herausforderung, die sozusagen unsere Generation weitergibt. Bleibt der Souverän dieser Stadt, beharrt auf der Demokratie und nehmt diese Stadt als eine Stadt, eine europäische Stadt, voller Potenzen und Möglichkeiten und macht etwas daraus. Was ich auf den Weg gehen würde, ist einfach Charakter zu zeigen, weil das Positive an der Politik ist, sie zwingt dich eigentlich fast jeden Tag zu beweisen, hast du Charakter oder nicht. Ja, zum einen ist es zunächst einmal wichtig, dass man für die Sache brennt. Also ohne ein Herzensengagement geht das nicht. Und ich hoffe, dass das auch in Zukunft so ist und die Bürgerliste weiter ihre Rolle im Gemeinderat für diese Stadt spielen kann und das Gewissen der Stadt auch weiterhin bleibt. Trotz aller Schwierigkeiten hat es sich nicht nur für mich, sondern auch für Salzburg in höchstem Maß gelohnt.